Hallo meine Freunde, willkommen zu LPK. Ich bin so der Juli und warum laber ich eigentlich so einen Scheiß? Also diesmal handelt es sich um dieses Programm .NET Framework 4. Das braucht Code, sonst läuft es nicht, sonst bekommt man Fehlermeldungen, wie mir einer geschrieben hat. Tut mir leid, wenn ich es im Tutorial nicht erklärt habe, aber ich verlinke euch übrigens direkt zu dieser Seite. Man klickt auf Herunterladen. Ich brauche dieses Programm nicht, deswegen drücke ich auf Überspringen. Wer es will, kann sich ja mal durchlesen. So, muss man da auf diesen Link hier klicken, wo sie eingestellt haben. So, ich downloade es mir gerade übrigens zum vierten Mal. Ich bin echt gut und warum habe ich gerade einmal ein Stück aufbekommen? So. Ja, dann klickt man auf Ausführen. Na gut, ich hätte gedacht, mein Rechner ist gerade abgekackt. Das wäre nämlich sehr schlecht für mich. Und ja, ich hätte da mal ein kleines anderes. Ja, bei mir ist installiert. Noch ein kleines anderes Video. Ich nutze das gleich mal als kleines Infovideo. Das ist mit einem Strichmännchen, wo mir langweilig war. Das wird am Donnerstag kommen. Neben einem richtigen Codovi. Nee, morgen. Entschuldigung, Dienstag. Dienstag ist morgen. Ich nehme eigentlich selten vorauf aus auf, nur ich habe heute und morgen etwas Zeitstress, deswegen, naja, ich wollte das nur klarstellen, damit man .NET Framework 4 braucht von Microsoft und deswegen stelle ich euch die Seite zum Download auch. Also, bis dann. Ach, und dieses Video hat übrigens kein Intro, weil es ist ein kleines Info-Video, wo keins braucht. Ciao.